Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sollen die Vertraute kennenlernen. Hier zum Beispiel haben wir einen. Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drenger zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Das haben wir doch gerne gemacht. Was haben wir denn hier noch zum Lesen? Somas Tagebuch. Eieiei, eigentlich dürfen wir gar nicht weiterlesen, aber ich bin trotzdem neugierig. Wir haben ein Lager aufgeschlagen, um die Verwundeten zu versorgen. Ich werde mich selbst um sie kümmern und sehen, wer Ruhe braucht und wen es noch nach Blut durstet. Hallo, ich bin hier gerade was am Lesen. Könnt ihr mal die Klappe halten, bitte? So. Bei Einbruch der nächsten Nacht werde ich zusammen mit allen, die noch fähig sind, losziehen und meine engsten Vertrauten suchen. Sie leben noch. Das weiß ich in meinem Herzen. Und sobald wir wieder zusammengefunden haben, werden wir Granta, wie auch immer, zurückerobern. Nichts wird uns aufhalten. So, da hinten sitzt noch einer. Den müssen wir kennenlernen. Guten Darling, Tag. habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor. Die unbändige Kämpferin oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Definitiv, definitiv. Weil dann wird er uns nämlich auch helfen können in der nächsten Mission. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Am Pass auf, dass du Westtor. keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Friss meine Stiefel. Ha! So, wir sollen wahrscheinlich mit dem Schiff folgen, nehme ich mal an. Auf den Schwanenweg. Oder auch nicht. Ich dachte, ich soll jetzt mit meinem eigenen Schiff mitreisen. Soll ich nicht? Ach so, doch, wir sollen da hinten. Moment. Jetzt bin ich mal wieder etwas verwirrt. Hier ist der Anker. Da sollen wir aber hin. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, die ist noch hier vorne. Die ist aber nicht hier vorne, wenn ich jetzt so gucke. Aber die hat sich schnell weggeportet. Immerhin. Okay. Segel setzen! Singt uns ein Lied. Ich sehe das jetzt da drunter. Das ist wahrscheinlich einer von denen, ne? Weil es wird angezeigt, dass wir uns rechts sammeln sollen. Wer bist du denn? Würde mich trotzdem mal interessieren. Kann man. Ach so, das sind die Männer alle, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein Einzelner. War da gerade einer ernsthaft am Heulen? Keinen Augenblick früher. Sigmund weiß, dass wir kommen. Das soll er auch. Ich rede mit ihm. Er wird. Was wird er? Sigmund, du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wiegmund.
Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wiegmund! Wiegmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen! Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schmerenden Wunde! Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär! Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer! Nein. Aber ich muss jetzt nicht Feuer benutzen, oder? Jetzt! Dänen von Grantabrück hier! Nehmt euch, was euer ist! Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Das muss ich denn machen? Erobere sie zurück. Okay, also einfach nur... Sie klauen mir meine Gegner. Den hab ich gekürzt. So. Habt ihr jetzt davon. Sogar das Schreien wird hier unterbrochen. Leute, ihr dürft euch nicht immer so hängen lassen. Ich habe Wiegmund nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus. Dort finden wir ihn sicher. Okay, wo ist das? Da hinten. So, dann kommen die anderen auch mit durch. So einfach geht das. Tötet jeden Sachsen, der noch atmet. Wo denn soll ich holen? Keine Gefangenen. Keine Gnade. Keine Gefangenen, keine Gnade. Wo ist das Langhaus? Da müsste das Langhaus sein. Rein theopraktisch. Ihr seid meine, okay. Ihr seid nicht meine. Ihr seid die Gegner, sagt es doch. Kommt von der Seite. Hättest wegrennen sollen, Häschen. Bleibt standhaft. Ich bin bei dir, Soma. Bin ich doch. Achso, sie ist bei mir. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Kann man hier... Hier kann man nicht rein. Hier war gerade aber noch irgendwas da. Kannst du mit klettern oder sollen wir von der Seite reingehen? Wir können nämlich von oben rein. Kannst du so gut klettern? Wir versuchen es mal. Anscheinend kann sie es nicht. Ich hoffe, sie überlebt. Und wird jetzt nicht eben getötet, wenn ich hier reingehe. Oder ich hoffe auch, ich werde nicht getötet, wenn ich hier reingehe. Ich kann nicht rein. Wollt ihr mich veräppeln? Das war jetzt Sauerei. Das war jetzt... Fand ich nicht nett. Nein. Aber das müsste das Langhaus sein. Also... Muss doch auch ein Eingang sein. Also einer, der nicht verschlossen ist. Da können wir zu zweit jetzt eventuell aufbrechen. Das kann natürlich auch sein. Was ich eben nicht alleine konnte. Können wir das zusammen machen?
auch nicht. Obwohl, Moment. Ja, könnte auch sein, dass das gar nicht das Langhaus ist, sondern wir woanders hin müssen. Nee, da steht nur, ich soll es erobern. Muss ich das irgendwie beanspruchen oder so? Hä? Sichere die Umgebung des Langhauses, okay. Treff dich mit Soma. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Mal ganz ehrlich. Och, nee. Entschuldigung. Ja, red doch mal mit mir. Hallo. Sag mal. Redest du jetzt nicht mehr mit mir oder was? Oder brichst du jetzt die Tür endlich mal auf? Soma? Wigmund, ja, bitte? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Komm und stell dich deinem Ende. Heidnische Aale. Wigmund ist weg. Er ist weg. Ach du Scheiße. Jeder, der für Wigmund kämpft, wird sterben. Oh. Du verdammter Scheißhaufen! Kann denn mal jemand für mich ermorden? Okay, da steckt aber nicht so viel ein. Ernsthaft, diesen Riesen hat die gerade das Genick gebrochen? Verwanzter Körper, meine Felder düngen. Eivor, zu mir. Bin hier. Aber ich wollte eigentlich hier was einsammeln. Wigmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Was ist denn das da oben?
Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. Kann man nur so viel saufen? Als hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Granterbrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Okay. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Okay. Wieso sollten wir uns erst um Wiegmund kümmern? Einen so heimtückischen Verrat vermag ich mir kaum vorzustellen. Aber wenn jemand fähig ist, einen Schwur so zu brechen, dann muss es doch Anzeichen dafür geben. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Granterbrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Ja, sehr geil. Es ging zwar etwas schneller und zugegebenermaßen auch einfacher, als ich gedacht hatte. Ich bin echt davon ausgegangen, gerade als ich diesen Juggernaut-ähnlichen Typen gesehen hatte, dieses große Monster, habe ich gedacht, jetzt ist meine letzte Stunde geschlagen. Aber dem war nicht so. Wir schauen uns hier nochmal kurz um. Somas Tagebuch. Mal wieder. Letzte Nacht wurde zünftig gefeiert. Es wurde genauso viel Ale verschüttet wie getrunken. Wir erzählten uns die Geschichten der Schlacht, wie wir sie erlebt hatten und lachten über Wiegmund und die Tölpel, die er ein Herr nennt. Stolz kam in mir auf, Freude, Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, wir wären nie fort gewesen. Der Geruch des Langhauses, das Knistern des Feuers, alles stimmte. Doch dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln verschwand und ich musste wieder an Blut denken. Ein Verräter ist unter uns. Jemand half Wiegmund, aus der Stadt zu fliehen. Jemand, der diesen Krieg ausdehnen will, statt ihn zu beenden. Es wird keinen drinnen geben. Wer Wiegmund im Leben gefolgt ist, soll ihm auch in den Tod folgen. Weise Worte, irgendwie. Okay, schauen wir hier auch nochmal. Ne, wir schauen nicht, wir können was einsammeln. Rücksegurnar, Seite 2. Die Überlistung von Erdlinger Schwertzunge. Die Winter vergingen und Rick war stark, wenn auch hager. Ein großer Krieger, der an vielen großen Schlachten entlang der Nordwege teilgenommen hatte. Oft vergoss er den Rabenwein, um seinen Clan zu beschützen, der in ständiger Fehde mit dem Reich des Wahl-Clans im Süden lag, der von Erlinger Schwertzunge angeführt wurde. Von dem, diesen Mann sagte er, er habe inmitten der Schlacht ein Schwert verschlungen. Rick war erst 12 Winter alt, doch es hieß, er habe einen feindlichen Krieger so fest im Würgegriff gehabt, dass er ihn den Kopf von den Schultern riss. Mit 12 Jahren, oh Mann. Als er in jener Nacht trank, kehrte er zu dem Kopf zurück und hörte ihn singen. Du wirst vom letzten Vorhang betrogen.
Er behielt den Schädel seines Feindes und von nun an musste jeder, der Rick zum Kampf herausforderte, mit dem Schädel reden. Dies, so sagt man, habe ihm zum Vorteil gereicht und er hat viele Schlachten gewonnen, was ihm seinen zweiten Beinamen einbrachte. Rick, der mit dem Schädel redet. Das, eine Saga-Seite erhalten. Ah, das sind zwei Artefakte. Das ist cool. Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich auch dich besser kennenlernen. Wie hast du es geschafft, Jarlskunner zu werden? Mein König Gudrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als er Westsexe angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Gudrum war einverstanden. Und so habe ich diese Stadt von klein auf großgezogen und mich in sie verliebt. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Sie zurückzubekommen war wie Balsam. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Er stirbt durch meine Hand. Schmerzlos und ohne öffentliche Demütigung. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Sag, warum liebst du Grantabrück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben, aber alt genug, um mich zu erinnern. Ich habe mich mein Leben lang nach einer Familie gesehnt. Grantabrück ist mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen konnte. Für jeden, der eine braucht. Seien es Wanderer, Schmuggler oder Handwerker. Das ist alles. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Natürlich. Das machen wir doch gerne. Allerdings müssen wir vorher mal eben auf das Dach. Nein, ich will da hoch. Ich war doch schon mal oben. Das schaffe ich doch nochmal. Da war es, genau. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Das ist jetzt nicht ernsthaft runtergefallen, oder? Ihr Arschlöcher. Wo ist das jetzt hingefallen? Hä? War das nichts, was ich einsammeln konnte? Oder habe ich jetzt... Ich habe nichts bekommen gerade, oder? Keine Feder, kein gar nichts? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Weil das sah aus wie so ein Stück Pergament oder so oben. Tja. Ich muss sehen, was du siehst. Er sieht gar nichts. Das ist das Problem. Moment. Da könnte ich mal eben hingehen. Aber das verwirrt mich jetzt. Da ist doch gerade ganz eindeutig was runtergefallen. Ich verstehe es nicht. Du, Dannen. Komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose, der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Grantabrückshire. Ein Spottstreiter, mehr nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Ich kann's mal versuchen. Dann scheint bin aber nicht gut da Gesichtslosen. Oh Gott. Du bist überaus mutig. Oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel.
Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergals Höhle, die du hier vor dir siehst. Das Haus hier? Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh. Geh nur. Möge Gott mit dir sein. Okay. Ja, versuchen wir es trotzdem mal. Ich bin da nicht so besonders gut drin, aber... Ein neues Opfer. Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen, herauszufordern? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan. Meine nächste Mahlzeit. Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal, gesichtslos. Und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht. Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling. Wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Nur dein Taktgefühl fehlt, lass den Mund lieber zu. Sag mal, ist das dein Ernst? Alle rufen gleich Bu. Was hast du denn im Kopf? Ich hab mir Hörn im Schuh. Nur dein Taktgefühl fehlt, lass den Mund lieber zu. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenne ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Der Sieg gibt mir einen Schub. Und du bist dumm. Du hast keinen Mumm. Deshalb bleibst du jetzt stumm. Kabum! Denkst du wirklich, dein Leben labern bringt jemanden um? Das sagst du, du krauchst hier in der Höhle herum. Ach, wie peinlich du bist, ich bieg mich gleich krumm. Denkst du... Das sagst du, du krauchst hier in der Höhle herum. Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf meinen tödlichen Endreim gefasst. Ich mach den besten Zanksport und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Ich bin tierisch stark, erschüttere dich bis aufs Mark, weil ich dich jetzt hier schlag. Ich glaub nicht, dass du mich schlagen kannst. Du bist kein begabter Spottspreu. Also, ehe ich noch mehr von dir höre, gehe ich lieber gleich selbst in mein Grab. Du, ich... warte ganz kurz. Ich brauche einfach noch kurz Zeit. Mhm. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich... Fergal? Hallo? Da läuft er. Okay, ich habe mein Charisma verbessert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Antworten richtig waren. Aber es klang ganz gut, finde ich. Ja, war es das jetzt? Im Endeffekt ja, ne? Ich habe die Quest abgeschlossen. Ja, irgendwie fühle ich mich jetzt doch ein ganz klein wenig verarscht. Na gut, ich wollte eigentlich noch was Lustiges am Ende haben und irgendwie ist das auch wirklich dazu gekommen, wenn auch irgendwie mehr unfreiwillig. Dann würde ich erstmal sagen, da es jetzt sowieso schon etwas länger ist, ich verabschiede mich von dieser Folge für euch und ja, vielleicht werden wir dann schon in der nächsten Folge herausfinden, wer derjenige ist, der hier falsch spielt. Bis dann, ciao!